Ahoi, dein Amazon-Account wurde gesperrt und du kannst keine weiteren Produkttests mehr hochladen. Jetzt fragst du dich natürlich, was soll ich tun? Und ich zeige dir heute in meinem Video zwei Taktiken, wie du deinen Account wieder online bekommst. Zugegeben, du direkt kannst nichts tun, du kannst dich lediglich an den Amazon-Support wenden und dort hoffen, dass man dir hilft. Dafür gibt es eben, wie ich finde, zwei gute Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist der Betroffene, dass du ihm schreibst, ja, ich werde nach jedem einzelnen Einkauf darum gebeten, dass ich eine Bewertung abgebe für den Einkauf. Und jetzt, wo ich zu, werde ich gesperrt. Ich verstehe das nicht. Ich möchte gerne Teil der Amazon-Community sein und bleiben, um anderen zu helfen. Aber warum wäre ich jetzt gesperrt? Was soll das? Ich verstehe das alles nicht. Das wäre die eine Taktik. Und die zweite Taktik wäre dann so ein bisschen der Ahnungslose, dass du so tust, wie als wüsstest du gar nicht, woran es liegt und einfach mal behauptest, ja, da liegt wohl ein technischer Fehler vor, könnt ihr mir da helfen, dass das gleich wieder funktioniert. Das sind so die zwei Hauptmöglichkeiten, wie ich finde, wie man so ein Amazon-Support-Anschreiben formulieren kann. Und bei uns hat das auch funktioniert, als unser Account gesperrt wurde. Wenn das dann funktioniert hat, sei erstmal ein bisschen vorsichtig, bleib ruhig, veröffentliche nicht gleich wieder 10 unterschiedliche Rezensionen, sondern lass es erstmal wieder ruhig angehen für 2 Wochen und dann kannst du langsam auch wieder hochfahren, Stück für Stück, aber wie gesagt, nicht übertreiben. Ja, wenn du zu den Unglücklichen gehörst, wo das nichts gebracht hat, dann wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und musst komplett von vorne anfangen. Alles, was du dazu brauchst, ist im besten Fall einen anderen Namen, vielleicht den von deinem Partner und eine andere Bankverbindung. Dann solltest du vielleicht noch wieder ein bisschen vorsichtig sein, wie gesagt, nicht gleich wieder durch die Decke schießen lassen, die Bewertungsanzahlen, und am besten einen anderen Browser verwenden als bisher und im Idealfall sogar noch eine IP-Verschleierung, damit du es Amazon einfach möglichst schwer machst, da Rückschlüsse zu ziehen. Gratulation, dein Account wurde wieder freigeschaltet. Dann solltest du vielleicht auf unsere 8 Tricks mal schauen, wie du eine Sperrung deines Accounts verhinderst, damit du einfach länger Freude dran hast. Und wenn du in den sauren Apfel beißen musstest und du eben keine Freischaltung wiederbekommen hast, dann zeige ich dir in diesem Video, warum das gar nicht so schlimm ist, denn die reine Teststrategie über Amazon ist ein Auslaufmodell und wird immer unattraktiver. Ahoi!